Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Jurassic World Evolution. Bewerte den Part und viel Spaß. So, was geht denn jetzt bei der Expedition ab? Unzureichende Fossilienkapazität. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ich einfach keinen Platz mehr habe. Fossilien. Soll ich denn jetzt hier einfach irgendwas verkaufen oder was? Oder ich entwickle es weiter, den A extrahieren. Ja gut, dann mache ich das. Freigelegte Fossilien 7 steht da. Gehen Sie zu Fossilien, um nachzusehen, was Sie gefunden haben. Ah, sehr schön. Okay, daran lag es. Er hat 67%. Oh, krass. Ja gut, dann probiere ich es noch einmal. Oh, bitte geh nicht schief. Das kostet so viel immer. Ich bin mal bankrott. Aber ich wette, man kann sich eh irgendwie Geld leihen. In der Zeit, wo er da das Ei reinböllert, kann ich aber noch mal kurz was Neues erforschen. Mal schauen. Gehege. Leichter Stahl. Elektrische Zäune. Ah, ja, nehmen wir das mal. Sollte ich ihm noch mal irgendwie wen zum Töten besorgen? Ach ja, warum nicht? Kostet ja kaum was. Und er wird sogar schneller fertig. Keine Dinosaurier-DNA zum Extrahieren. Das heißt dann wohl, dass es einfach nur zum Verkaufen ist. Ja, cool. Triceratops-Fossil? Ja. Aber wie günstig ist das denn? Ach, was soll's. Neues lebensfähiges Genom. Triceratops. Oh, und er ist fertig. Ach so, das ist ja der andere. Okay, dann komm mal raus. So, und jetzt warten wir einfach nur darauf, dass der andere kommt und ihn aufisst. Was? Ich mach die Gäste glücklich? Gewinn pro Minute 63.000? Was? Oh. Hallo? Na? Bist du ein neuer Freund für mich? Dinosaurier-Statistiken anzeigen. Gesundheit 100%. Nahrung? Na, der braucht schon wieder Essen. Ja, es ist fast kritisch. Alter. Geborgenheit 100%. Ja, Classic. Hungrig. Oh, lol. Er ist aber fertig. Warte, der andere Dinosaurier. Dann töt er mal ruhig. Hol dir was zu essen und ich hole deinen Freund raus. Oh, endlich. Jetzt ist nämlich die Frage, ich habe mich ja gar nicht zu dem Spiel erkundigt, ob die sich irgendwie paaren können, wovon ich stark ausgehe. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Greif ihn an. Sehr schön. Gesundheit 1%. Ja, das war's dann wohl. Sorry. Rest in peace. Hä? Wartet mal. Willi? Geht's dir noch gut, Willi? Alles okay? Nein! Ich glaube, das freut die Gäste. Triceratops ist auch fertig. Freilassen. Ich kann dir nicht genug danken. Ich versuche es erst gar nicht. Ja, kein Problem, Izak. Weiß ich, mach das sehr gerne. Sehr gerne mache ich das. Das sieht schon ziemlich fett aus. Nur, was wird jetzt mit ihm passieren? Oh, vor allem, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Ja. Dinosaurier wohl. Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben, also erwarten Sie sich keinen Dank. Ah. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Zum Kampf. Wow. Wer wird gewinnen? Das epische Dinosaurier-Duell. Oh, der macht aber doch gut Schaden. What? Krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Oh. Okay. Ich glaube, er hat gewonnen. Naja, schade. Kann man nichts machen, ne? Da kann man echt nichts machen. Ich kann hier noch Zäune bauen, ja, aber ich habe doch schon Zäune. Ich könnte die halt hier in der Nähe einsperren, damit die Gäste die auf jeden Fall begutachten können. Aber ob das so sinnig ist, die hier schon einzugrenzen, ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich sollte einfach mehr von diesen Beobachtungstürmen bauen. Okay, Leute, der erste Part ist gerade im Online gegangen und das Einzige, was ich bisher daraus lesen konnte, war hey, ja, spitze! Ja, ja, geil, 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 geil! Und die Info, dass ich ein eigenes Gehege bauen soll oder halt hier irgendwie eine Trennung reinbringen müsste, um, ja, hier Tote zu verhindern. Aber so klug war ich vorher natürlich auch schon. Ich hatte mir nur einen Spaß daraus gemacht, die irgendwie zusammenzuführen und zu schauen, was dann daraus wird. Gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Ich bekomme Geld? LOL? Danke. Ja, kein Problem, ne? Danke für dein Geld.
Fossilien, Rhenium. Verkaufen, DNA extrahieren, DNA extrahieren. Okay, danke. Expeditionszentrum und ich schicke euch jetzt mal eine Runde nach... Ah, wohin geht ihr denn jetzt? Ich werde jetzt in die USA fliegen lassen, um ein paar Ceratosaurus-DNA zu besorgen. Und dann kann ich vielleicht noch den einen oder anderen basteln. Ich habe eine Idee. Ich werde jetzt hieraus ein Fleischfressergehege machen, auch wenn das Fleisch ein bisschen sehr groß ist. Und hier links oder da unten noch etwas für die Pflanzenfresser bauen. Aber ich kümmere mich jetzt erstmal um euch. Gehege. Bodenfutterstation für Pflanzenfresser. Okay. Tor, Zäune, Labor. Futterstation für Fleischfresser. Da. Ach so, Leute, ich hab's. $250.000. What? So, da baue ich einen hin. Und da baue ich einen hin. Lebenbeute-Futterstation. Versorgt fleischfressende Dinosaurier mit einem beweglichen Paket voller Fleisch und Nährstoffen. Futterstationen müssen regelmäßig von einem Ranger-Team aufgefüllt werden. Was? Ranger-Team? Wie bekomme ich denn Ranger-Team? Die Fossilien sind da. Oh, warte. Fossilienzentrum und... Hey! 77%. Ja, ich hab's bald. Dann kann ich die jetzt auch direkt wieder losschicken. Expeditionszentrum und ihr fliegt jetzt... Wieder in die USA. Betriebsgebäude. Rangerstation, ach so. Oh. Ah, hier könnte ich auch was bauen. Ja, eigentlich wäre es ja hier ganz gut, aber ich habe irgendwie wenig Platz. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich baue dich dorthin. Ach, wunderbar. Wunderschön einfach. Sieht so aus, als dann natürlich noch einen kleinen Strom. Weg dahin nicht machen. Gut. Ja, ja, ich bauen weiß. Sie mehr Kraftwerke oder erhöhen Sie die Produktion. Ja, ich weiß, wie das geht. Warte doch. Stromproduktion 60, ungenutzter Strom 7. Strom ist etwas, das wir bei unseren Operationen nicht einfach ignorieren können. Ohne Strom sind wir antriebslos. Scherz. Wow. Wow, Alter. Was sind das bitte für Gags? Das ist doch nicht normal. Also das Umspannwerk hat ja diesen Bereich hier. Das scheint zu funktionieren. Dann brauche ich wohl etwas Größeres als das kleine Kraftwerk hier. Upgrades. Ausfallschutz 1.0. Ah, das soll ich echt mal lernen, ne? Alter, kleines Kraftwerk? Nochmal? Boah, ist das teuer. Alter, ist das teuer. Dann verbinde ich das und bekomme hoffentlich jetzt Strom. Fossilien, seid ihr wieder back? Yo! Ui, $80.000. Extrahieren, extrahieren und wieder in die USA vielleicht? Ja, viel Spaß da. Dann ab ins Forschungszentrum. Gebäude-Upgrades. Erhöht die gesamte Stromproduktion aufgewerteter Kraftwerke um 14%. Ah ja, birgt jedoch ein Risiko von 5%, dass ein Stromausfall auftritt. Ja, egal, komm, machen wir das. Hier fehlt jetzt der Weg. Okay, warte, das kann man ja schnell ändern. Von da nach da. Und jetzt funktioniert alles. Ranger-Station, Ranger-Team 1, Fahrzeug lenken, Aufgabe hinzufügen, Futterstation auffüllen, ach so, ja, okay. Und jetzt soll ich hier irgendwas anklicken, oder was? Bin zur Futterstation unterwegs. Kein Problem. Dinosaurier medizinisch behandeln. Ja, nee, das reicht ja erstmal. Ranger-Station, neues Team, Team 2, Fahrzeug lenken. Ja. LOL! Als ob! Ich kann... Okay. Sorry, das muss ich tun. Da führt kein Weg dran vorbei. Speichern. glp.tv2. Ein bisschen Anlauf nehmen. Und... Hallo Freunde! Was? Ihr... Als ob. Als ob. Ich kann niemanden... Als ob das nicht geht. Ich fahr durch die durch. Ja, genau. Alles klar. Alles klar. Wie sollt ihr das denn schaffen? Betäubungsgewehr. Als ob. Kann ich damit aimen? Nee, hä? Was hab ich denn jetzt gemacht? Lenken? Betäubungsgewehr? Das ist doch nicht euer Ernst. Was? Foto machen? Aha. Alter, okay.
Ich fahr da jetzt rein. Ist mir egal. Ich lade danach sowieso wieder. Warte, wo war denn das? War nicht hier links irgendwo die Station, wo man rein kann? Krankheit eingedämmt, was? Oh nein! Ja, stimmt. Ich habe nie die Leichen entsorgt. Ups. Hallo, Leute. Das heißt aber, ich muss hier auch rein. Oh. Sie müssen das Tier medikamentös behandeln, um es zu retten. Ja, dafür muss ich erstmal treffen, ne? Treffer bestätigt. Ah, sehr schön. Gesundheit maximal erhöht. Was? Ich hab's jetzt geschafft? Ich wollte. Hä? Ich wollte ihn noch betäuben oder nicht? Zack. Überprüfen Sie Ihr Ziel. Oh nein, er wird wütend. Na, was machst du da? Hä? Ich schieße ihm ins Gesicht. Oh. Oh! Dinosaurier ist nicht krank. Ja, gut. Man kann ihn trotzdem anballern. So, machst du jetzt irgendwas mit mir? Ich bremse automatisch. Hä? Als ob. Ich kann nichts tun. Ich kann ihn höchstens irgendwo hinscheuchen. Und so kann ich dir dann auch voneinander trennen. Okay, gut zu wissen. Na, dann würde ich sagen, lade ich mal eben. Expedition beendet. Und extrahieren, wegböllern, extrahieren. Ich mache damit so viel Kohle. Hey, da ist ja der Autofahrer. Genau, erstmal dagegen fahren. Sehr nice. Warte mal. Kann ich dich benennen? LOL, okay, Sekunde. Ich nenne dich der haarige Harald. Perfekt. Perfekt. Und du? Oh, jetzt ist er krank. Ja, toll. Okay, Mist. Jetzt muss ich das nochmal tun. Sie müssen das Tier medikamentös behandeln. Headshot, wow. Und nochmal. Zack, in den Hals rein. Und in den Arm. Wie krass kann man denn bitte spielen? Ich bin eine absolute Maschine. Einmal ganz, ganz kurz ein Foto machen, ja? Hier. Hallo, na? Foto machen. Zack. Dafür bekomme ich Geld? Lol. Ernsthaft? Das wird ein gutes Foto. Oh ja, das ist cool. Wiederholende Spezies, Strafe. Ja, ist mir doch egal, wenn ich mehr Geld daraus bekomme. Oh, warte, ich will nochmal. Da. Oh, ist das schön. Oh. Okay, dann nicht. Nee, nee. Ich will keine Strafe zahlen. Alles gut. Dann viel Spaß da drin, ne? Leute. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Tür zu! Macht die Tür zu! Oh Gott! Also das sah wirklich gefährlich aus. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. Ja, drei neue Dinosaurier ausbrüten. Okay. Ja, nee, komm, wartet mal. Ich nehme jetzt mal die Station. Sekunde, kann ich das einfach umbauen? Nee. Okay, das müsste doch gehen, oder? Gehege, Hammond Entwicklungslabor. Genau. Wenn ich jetzt hingehe und das nochmal... Nee, andersrum. Warte, bitte mal drehen. Ja, ist halt schwierig, ne? Weil einfach kein Platz ist. Ja, gut. Also ich glaube, das Spiel will es einfach nicht. Dann mache ich das da hinten. Zäune... Und dann schön die elektrischen. Das Problem ist aber, dass sie wahrscheinlich Wasser brauchen. Aber das werde ich da ja auch irgendwie hinbauen können. Ich fange jetzt einfach an. Zaun, hier rundherum. Muss ja nicht allzu groß sein. Das ist schon anständig groß. Ist das jetzt miteinander verbunden? Alter, ich sehe da nichts. Ja, ja, ganz, ganz bestimmt. So, es hat keinen Strom, aber das ist ja klar. Jetzt nehme ich hier so einen verkackten Mast. Oh. Warte. Mast. Schieb das schön da hinten hin. Und pack dann da noch so ein... Teil dran. Genau. Und schon hat er Strom. Und das Tor kommt dorthin. Bodenfutterstation für Pflanzenfresser. Tada. Und tada. Also klar, da sind natürlich Pflanzen, aber ich weiß nicht, was genau die für welche brauchen. Landschaftsgestaltung. Das sehe ich ja jetzt erst. Wasser. Oh ja. Na komm, machen wir das einfach mal hier rein. Oh. Hallo? Aha, das sollte doch reichen. Ja, ich denke schon. So, und da kann dann jetzt noch eine neue Station hin. Und zwar von hier aus vielleicht. Ist ja eigentlich egal, oder? Solange das irgendwie da hinpasst. Verbaut.
verbaut. Ja, mir ist schon klar, dass da Bäume sind, aber kannst du die nicht einfach abreißen? Ah, dann machen wir das mal eben hier weg. Das braucht ja kein Mensch. Natur am Arsch. Geht das jetzt? Ja, es klappt. Tada! Jetzt muss da nur noch ein Weg hin. Strom müsste das ja jetzt auch haben, ne? Durch das, ja, durch das Netzwerk da oben. Medizinische Behandlung. Hakenwurmparasiten. Medizinische Behandlung mit Pfeilen. Ja, das nehme ich einfach mal vorsichtshalber. Und dann dürfte ich jetzt alles dafür haben, oder? Brutkasten, Strutium Mimus. Boden, Pflanzenfresser. Genau. Modifizieren vielleicht noch. Vielleicht gibt es ja irgendwie was Neues. Wüstenmuster gehen. Lebensfähigkeit. Ach so, okay, das kommt dann wohl drauf an, wo der sich gerade befindet. Ja, Immunreaktion, zack, nimm das. Und dann ausbrüten und ausbrüten. Dann vielleicht hier nochmal eben ein bisschen was zerstören. Das braucht ja keiner. Freilassen. Und freilassen. Da sind auch wieder ein paar Fossilien zurückgekommen. Und ich glaube, noch einmal und ich hab's. Die Forschung ist auch fertig. Genetische Forschung, was gibt's da? Aussehen alpin. Nee. Dennoch lieber Gebäude-Upgrades. Verringert das Risiko eines Stromausfalls. Okay, das machen wir. Dann am besten auch noch das Upgrade auswählen. Hier, verbesserte Leistung. Für 40.000. Und dasselbe auch direkt bei dem anderen. Und ihr? Alles gut bei euch? Ja, ne? Ihr versteht euch. Spitze. Genau, da kannst du was essen. Ach, die verstehen das auch direkt. Richtig intelligente Tiere sind das. Dann auf jeden Fall noch 2 Triceratopse. Zu teuer. Ich habe kein Geld. Oh nein. Ich brauche unbedingt eine Beobachtungsgalerie dafür. Weil sonst bringt mir das Ganze ja auch nichts. Ich pack's da hin. Ist hier zwar ein bisschen umständlich mit dem Weg, aber ich denke, das stört ihr nicht. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsanlage. Erfolgreiche Expedition, ja, das mache ich schon. Kein Problem für mich. Jede Jetzt brauche ich erstmal den Weg. Vergrößert unser Wissen. Ja, das klar. Ist wichtig. Ich weiß. Nehmen Sie an. $250.000 bekommen, ja, cool. Gut, dann tun du da mal rum. Ich baue direkt den nächsten. Ja! Ausgebrütet. Zu 100% fertig. Das heißt, alle anderen Dinger kann ich jetzt immer verkaufen. Der Ausfallschutz ist auch fertig. Da kann ich jetzt die Erfolgsrate erhöhen. Die DNA-Selektion erhöht die Dinosaurier-Lebensfähigkeit in aufgewerteten Hammond-Entwicklungslaboren um 10%. Ja, mach das. Oh, der nächste ist fertig. Dann kann ich ja jetzt hier eventuell den neuen hinböllern. Edmund, was bist du für einer? Auch ein Bodenpflanzenfresser. Und er kostet nur 200.000. Dann hole ich davon auch direkt 2. Akkuzentrum, das habe ich doch noch gar nicht, oder? Warte, ist das da? Nee. Oh, das sollte ich vielleicht mal bauen. Direkt einen kleinen Weg dahin bauen. Und, ach nein, es ist einmal fehlgeschlagen. Ja, toll. Forschung beendet. Ja, Inventarplatz. Ach, das kann man erhöhen. Oh ja, das mache ich. Aber ich glaube, ich sollte erstmal ein bisschen mehr Geld machen. Warte mal. Ranger Team 2. Fahrzeug lenken. Und ab ins neue Gehege. Das ist schon ziemlich cool, hier da rumfahren zu können. Okay. Hier geht auch richtig die Party ab. Nice. Bitte einmal öffnen. So, und jetzt ganz schnell ein Foto machen, bitte. Oh ja. Wie viel? 6.000 oder was? Nee, warte mal. Gibt es irgendwie auch mal ein gutes Motiv? Können wir mal irgendwie tanzen oder so? 6.000? Ja, dann nehme ich das halt. Ah, ich kann es auffüllen. Ja, aber wie? Ah, okay, okay. Ja, und... Wow, was? Dann fahre ich jetzt auch einmal zu denen da. Davon dürfte ich ja noch kein Bild haben. Guten Tag. Sorry, dass ich dich hier störe. Hä, den habe ich auch schon? Ach so, weil der im Hintergrund ist. Wow. Egal. Ich mach's trotzdem. Okay. Ich würde sagen, bewerte den Part. Wir sehen uns eventuell bei einer weiteren Folge wieder. Tschüss und bis bald.